l'issue fait au jeu. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Et voilà. Kannst du jetzt bitte endlich zum Morgen essen? 17 noir. Käferli! 17 schwarze hat schon wieder gekommen. Mindestens 3.500 Stutz. Ich bin total begeistert. Ich verstehe, dass man süchtig werden kann von dem Spiel. Können wir jetzt bitte endlich wieder mal über etwas anderes reden als über Roulette und Blackjack? Ich bin der neue Direktor von einem Grand Casino. Ist etwas dagegen, wenn ich mich irgendwie auf meinen Job vorbereite? Nein. Aber wenn dich wegen der Familie nicht mehr interessiert. Was? Also bitte, du wolltest doch nicht sagen, dass ich Marilyn und die irgendwie vernachlässigt habe in letzter Zeit. Ich meine, der Thomas, dass er seit Wochen nicht mit uns redet, das ist dir offensichtlich einfach gleich. Wieso? Wir haben doch eine Weihnachtsfeier, also in Senko mit dem Gerät. Hoi und ciao, hat er gesagt. Und sonst ist er uns den ganzen Abend aus dem Weg gegangen. Wir wissen doch überhaupt nicht, was er macht, was er treibt, wie es ihm geht. Es geht ihm gut. Einen ausgeglichenen und zufriedenen Eindruck gemacht. Aha. Du meinst also, es ist ihm gleich, dass der Urs fremd geht? Was geht fremd? Der Urs geht fremd. Und zwar mit dem Bella Straub. Ich habe sie gesehen, als ich ins Atelier zurück musste wegen dem Hochzeitsgeschenk. Der Urs und der Bella? Das haben wir doch schon als allerletzt. Ja, der Thomas leidet sicher grausam. Das, wir mischen uns doch nicht ein. Weißt du, er leidet ja nur, wenn er es weiss. Der spürt es doch. Nein, der Thomas ist ja so labil in letzter Zeit. Labil, der Thomas? Es kommt mit einem, also wirklich, weiss, was durchgeht in der Familie, ist der Thomas. Also, dass er sich mit dem Frick eingeladen hat, zeigt doch, wie durcheinander er ist. Und wenn es ihm jetzt noch mies geht, wegen dem Urs, also dann ist er noch vieles leichteres Opfer für den Frick. Aber ich tue dich doch nicht reinsteigern, okay? Willst du nicht mit ihm reden? Die erzählt dir doch eher noch etwas als mir. Lass mir mischen ist doch nicht ein. Außerdem, die Schwulen, die sehen das nicht so eng mit der Treue. Ja, aber überhaupt, der Schnauz. Gehört das jetzt zu deinem neuen Job, oder was? Käferli, ein richtiger Casino-Direktor hat einen Schnauz. Verstehst du? Alles andere ist seich. Was gibt's zu feiern? Uns zwei. Mhm. Das neue Jahr. Wo das Alte, was so geil aufgehört hat. Das war der coolste Silvester, den ich seit langem erlebt habe. Schau, Winch. Jetzt haben wir vor die Kiste geguckt und fertig Pizza gefressen. Und wir waren alleine. Und hast nicht noch etwas vergessen. Und das neue Jahr wird genau so cool. Das spüre ich. Und jobmässig geht es auch wieder bergauf. Heute Morgen habe ich eine Zusage für zwei Shootings bekommen. Was, echt? Geil! Ja, wieso sagst du das nicht sofort? Das ist doch ein Grund zum Feiern. Hast du das jetzt gemacht, ohne Agentur? Hm. Unter der Hand. Hm. Vitamin B. Ja, sozusagen. Du hast neue Leute kennengelernt. Nein. Der Bela hat mir den Job verschafft. Ah, der Bela? Jetzt Mami ich ihn angeholfen. Nein, nicht direkt. Du bist ein bisschen nett gewesen mit dem. Da liegst du nicht ganz falsch. Mit was? Ja, eben mit dem Netzi. Ich habe etwas mit ihm gehabt. Ich kann es dir sowieso sagen. Was, du hast etwas... Du bist mit dem... Das bedeutet überhaupt nichts. Ich habe es nur wegen dem Job gemacht. Du bist mit dem Typ ins Nashville Shooting? Das ist nicht dein Ernst. Findest du das so schlimm? Das finde ich super lecker. Gratuliere. Gutes Neues. Hallo Bella. Ah, Katrin. Hey, was wird das? Ah, nur einen kleinen Einfall. Das ist ein Damenhut. Passend zur Polarlinie, hey, das ist eine super Idee. Woher nimmst du nur die Inspiration zu diesen Sachen? Ah, guter Sex, Sweetheart. Guter, altmodischer Sex. Weißt du, es gibt ja Künstler, die meinen, die Inspiration, die kommen aus der Askese, aus dem Verzichten. Das ist ein völliger Blödsinn. Für die Kreativität gibt es nichts Besseres als zwischendurch ein kleines Aufhüpferli. Du, sag mal, ist das eigentlich etwas Ernstes, die Affäre? Ach was, nein, das ist eine reine Schwärmerei. Allerdings, wenn ich daran denke, es ist so ein süßer Bengel. Und so herrlich erotisch. Die Schwule sind schon zu beneiden. So offen und tolerant, wie dir mit einem Seitensprung umgehen könnt. Wie meinst du das?
Hey, dass du einfach so eine Affäre mit dem Urs kannst haben, ohne dass der Hildegard ein grosses Tamtam macht. Yes, nein, woher weißt du, dass es der Urs ist? Ja, ich habe es nur vermutet, weil er in letzter Zeit so selbstverständlich hier rein und raus spaziert. Also los, der Hildegard darf auf gar keinen Fall etwas davon erfahren. Ja. Das wäre eine totale Katastrophe. Ach so, dann wäre ich in Zukunft aber ein bisschen vorsichtiger. Du, weißt du zufällig, ob der Urs und Thomas etwas gesagt hat? Bestimmt nicht. Der Urs hat doch den Thomas viel zu fest gern. Er wollte ihn doch nicht unnötig verletzen. Der hast also doch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, he? Das ist ja nur ein bisschen rumgefetterle. Das ist völlig unschuldig. Unschuldig? Du hast gesagt, du hättest guten, altmodischen Sex mit dem Urs. Altmodisch ist doch vielleicht gleich wie unschuldig, oder? Nein, klar, für du willst mir ein schlechtes Gewissen machen. Nein, wie kommst du jetzt da drauf? Ah ja, du machst dir doch Sorgen wegen Thomas, hm? Darfst du es ruhig zugeben? Ich kann es verstehen. Ach, weisst, ich muss einfach daran denken, wie du da hast wegen Hildegard und dem Model. Du hast ja fast die ganze Modenschau platzen wegen dem. Ja, du, also das war etwas völlig anderes gewesen, oder? Also gut, ich verspreche, ich werde in Zukunft besser aufpassen, sodass niemand etwas erfährt davon. Auch der Thomas nicht. Thomas, es war doch noch ein bisschen Sex. Ich habe so lange keinen Job mehr gehabt, ich habe es überhaupt nicht darauf angelegt. Ja, ja, ist schon gut. Und wenn man überhaupt nicht mehr läuft, dann baust du mit den richtigen Leuten umeinander und dann ist man sofort wieder im Business. Das haben wir doch überhaupt nicht. Es war völlig harmlos. Oh, bitte, Urs, spar mir Detail. Wolltest du mir nicht sagen, wo du überhaupt hergehst? St. Moritz. Dann soll man einen kleinen blöden ausrutschen. Zusammen. Schau, der Frick hat mich eigentlich sowieso eingeladen und ich habe ihm abgesagt, weil ich das neue Jahr mit dir verbringe. Das ist ganz offensichtlich ein Fehler. Tschüss. Tschüss. Ich hab doch die Schnur gegeben. Was ist los? Ich hab einen Scheiß gemacht. Hallo? Roger, hoi. Was hat das mit mir zu tun? Die ganze Woche. Ja, das sollte schon mit mir arbeiten. Du, kann ich dir heute Abend noch mal anrufen? Okay. Bis dann. Tschüss. Wie stellt ihr sich das vor? Was ist los? Mein Journey ist ausgefallen. Er ist krank geworden. Sie haben meinen Beitrag um eine Woche vorverschoben auf den nächsten Donnerstag. Ach, du willst das schaffen? Keine Ahnung. Dann ist das so ein scheiß Thema. Frauen in gefährlichen Berufen. Hast du eine Idee, Urs? Stuntfrauen. Gibt es das in der Schweiz? Bergführerin. Super originell, wirklich. Frag doch Nathalie. Nathalie? Escort-Service. Ist auch nicht ganz ungefährlich. Du, das wäre vielleicht wirklich noch eine Idee. Ich glaube nicht, dass sie so etwas macht. Fragen kostet ja nichts. Was? Ich? Traust du dich aber nicht? Ich will nicht getrauen. Muss das beweisen, oder was? Ah, oh, Michael. Thomas. Toll, dass du gleich noch oben bist. Ehrlich gesagt, nicht mehr damit gerechnet. Ich habe gedacht, es ist vielleicht gleich noch lustig, so einen Tag Skifahren. In Zürich ist sowieso total mieses Wetter. Das freut mich sehr. Wir müssen sowieso dringend über ein paar Sachen reden. Ich habe dort Unterlagen bei deinem Asylprojekt mitgenommen und durchgeschaut. In deinen Ferien? Klar. Die Sachen, die mir Spass machen, da gehe ich keine Ferien. Aber reden wir später drüber. Hast du schon eingecheckt? Nein. Er macht das und zieht dich um. Dann können wir gerade auf die Piste. Ich warte so lange. Okay, ich pressiere. Ah, du bist auch noch da. Kathrin, komm, schau mal geschwind. Schau. Was haltest du da davon? Schön. Was ist los, Kathrin? Nicht, warum? Du machst schon den ganzen Tag so ein saures Gesicht. Ist sie mir noch wegen Urs? Oh, nein, nein, nur keine Sorge. Ah, in dem Fall ist es wegen der Sabine. Habt ihr euch wieder gestritten? Ja, aber nicht so schlimm. Obwohl, es nervt mich schon, dass sie mir so ein bisschen denkt. Sie hat einfach Angst wegen ihrem Franchise-Vertrag. Ja, eben. Hast du nicht das Gefühl, es fehlt ihr ein bisschen an Überzeugung? Ich meine, was sie da gesagt hat, ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Und das, nachdem wir uns letzte Woche so einig waren. Nein. Sabina, die steht genau so hinter dem Projekt wie du. Ich bin nicht sicher. Sie hat vorgeschlagen, wir könnten mit Spero darüber verhandeln. Mit Spero? Wie kommt sie denn auf so eine Idee?
die Kollektion. Eben, das meine ich mit kleinem Denken. Also gut, ich rede noch mal mit der Mona morgen. Hm? Aber du musst mir versprechen, dass ihr zwei euch jetzt wieder vertragen, okay? Okay. Und was dein andere Problem betrifft, musst du dir keine Sorgen mehr machen. Welches andere Problem? Wegen Murs. Ich habe mich entschieden, auf ihn zu verzichten. Ehrlich? Warum? Dir zu lieb, Sweetheart. Ganz alleine dir zu lieb. Ich habe doch nicht gesehen, wie meine Muse den ganzen Tag leidet. Es bricht mir das Herz. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das am Murs beibringen soll heute Abend. Das sind fast ein Dutzend Fälle, die du bearbeitest. Hm? Du brauchst langsam etwas für das Büro ab, damit du dich ganz auf die juristische Arbeit kannst konzentrieren kannst. Thomas. Hm? Ja, was meinst du dazu? Bis jetzt ist es doch ganz gut allein gegangen. Wenn es noch mehr werden? Sag mal, dir geht es auch nicht so besonders. Hm? Ich glaube, du bist nicht nur wegen dem schönen Wetter hier angekommen. Schlampen mit dem Moos. Ja, das ist eigentlich nicht der Rede wert. Du dafür siehst aber ziemlich niedergeschlagen aus. Er ist fremdgegangen. Mich nervt einfach, dass er es wegen einem Job gemacht hat. Für einen Job? Wegen so einer blöden Shooting. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Das habe ich immer gedacht. Gleich tut es weh, oder? Es ist schon Pech, wenn man sich in jemanden verliebt, der ein anderes Verhältnis zur Sexualität hat. Wie meinst du das? Für mich bedeutet seelische Treue gleichzeitig auch körperliche Treue. Irgendwie ist das zusammen. Das sehe ich eigentlich genauso. Ich habe mir nur so Mühe geben können, tolerant und aufgeklärt sein. Am Schluss habe ich es gleich nicht ausgehalten. Naja. Und was ist die Lösung? Das kann ich nicht sagen. Das musst du selber herausfinden. Heute den ganzen Tag schon auf der Piste und überlegt, hier und her. Eigentlich gibt es nur eine Lösung. Und die wäre? Ich muss mich vom Urs trennen.